Hey Leute, wie geht's? Hey Mann, kommt rein. Scheiße! Oh, verdammt! Volltreffer! Jungs, wir haben den Jackpot geknackt. Krieg dich wieder ein, wir sind noch nicht fertig. Was ist denn mit dir los? So kenne ich dich gar nicht. Macht Geld dich plötzlich nicht mehr glücklich? Wenn Bruno seine Kohle hat und wir unseren Anteil, können wir glücklich sein. Ist ja gut, ist ja gut. So, bevor es weitergeht, nicht genug Platz, falls du noch da bist. Ich sag dir auch mal gute Nacht nochmal und danke fürs dabei sein und alles. Oh, ich glaube, es ist ja gerade rausgegangen. Sorry, oh Mann. Ja, wie gesagt, nicht genug Platz. Nochmal gute Nacht gesagt. Oh, Mensch. Ich wollte nur warten, bis hier ein bisschen die Story war, wo ich eine Pause machen kann. Ah, naja, gut. Morgen geht's nicht weiter. Am Wochenende geht's weiter. So, wir machen erstmal hier weiter. Die winken die alle zu mit den Motorhauben. Okay. Ja, genau. So wie ich hinterher mit den anderen, mit den Fahrern hinter mir, mit dem Kofferraum. Ja. Joe ist eine coole Sau. Kapitel 13. Roter Drache. Joe's Apartment, 24. September 1951. Krieg ich nicht mal ein Trinkgeld? Ulala. Trinkgeld? Ich höre wohl nicht richtig. Baby, ich bin's gewohnt, dass die Weiber mich zahlen. Ein vollendeter Gentleman, wie immer. Schwör schon endlich ab, Süße. Hey, Gina, willst du zu mir reinkommen? Hey, ist da drin noch Platz für drei? Gina mit Schuhen in der Badewanne. Geht der Mann gar nicht. So, 500 Taler hat der Mann wieder am Start. Ich zieh mich erstmal an. Wer ist denn am Telefon? Sie pronto. Mumu! Schwabes Bordell. Hast du die Mäuse? Wir haben die Mäuschen. Vito, hier ist Henry. Oh. Wir haben ein Problem. Natürlich. Was für ein Problem? Eddie war bei mir. Falcone wusste von dem Deal und hat ihn geschickt, um seinen Anteil zu kassieren. Das war so. Na, wie viel? 60 Riesen. Ist so viel? Nein. Was machen wir jetzt? Keine Ahnung. Es reicht nicht mal mehr für Bruno. Komm in den Park. Ich will nicht am Telefon darüber reden. Okay. Ich bin gleich da. Oh, Scheiße. Joe, wir müssen los. Was? Warum? Komm jetzt, Joe. Ich erzähl's dir unterwegs. Dafür, dass du in der Wanne warst, bist du aber ganz in Trockenmädel. Bist du soweit? Okay, auf geht's. Okay, Mädels, schließt hinter euch zu. Vito und ich haben zu tun. Was zum Teufel ist los? Das war Henry am Telefon. Carlo hat von der Sache Wind bekommen. Oh, Scheiße. Weiß er, dass wir was damit zu tun haben? Ich glaube nicht. Reden wir im Auto weiter. So, Auto. Wir haben wieder ein bisschen Geld. Reparieren die Karre. Ach, Scheiße, ich will die reparieren. Wo fahren wir hin? Lincoln Park. Treffen wir da Henry? Ja. Okay, was hat Henry am Telefon gesagt? Geht's ihm gut? Klang. So, gleich. Mumu, erstmal moin. Nochmal schönen guten Abend. Danke fürs Einschalten.
Und er fragt, ob ich die ETS-2-Telemetrie wieder aktivieren kann, wenn du weißt, wo es hingeht. Vor allem, du willst wissen, was wir transportieren, ne? Leichte Mädel, schwere Jungs oder Stöffchen. So. Nichts von alledem. Carlo hat ihm seinen Anteil gestrichen. Scheiße. Genau das, was Henry prophezeit hat, wenn er es rausfindet. Ja, aber das Problem ist, dass wir nicht mal genug haben, um es Bruno zurückzuzahlen. Scheiße. Verdammt, was machen wir jetzt? Ich weiß nicht. Wir lassen uns im Park was einfallen. Genau. Henry wird wissen, was zu tun ist. So, Motorhauben müssen auf und zu springen. Ne? Wir müssen, die müssen ja alle sich gegenseitig zuwinken. Ja, Joe ist eine coole Sau, ne? Total. Classic Radio News. I'm Gary Stevens. What looked to be a tragic tale of the murder of several police officers turns out not to be the case. Initial reports from the scene at the Sea Gift fish packing warehouse in Oyster Bay stated that several police officers had been killed, but in fact the lives that were taken were those of several hardened criminals who were only dressed like police officers. We here at ECLA are immediately relieved that none of our city's finest lost their lives. None of our city's finest lost their lives. Henry ist nicht wiederzuerkennen. Er hat den letzter... Was ist denn Verdammt, da los? Was ist denn da los? Hm? Scheiße, das ist Henry! Was machen die da mit ihm? Oh nein. Nein! Scheiße. Gib mir Deckung wieder! Ich möchte dich nicht zum Feind haben! Hast du Schiss, Arschloch? Du schießt wie meine Schwester! Verdammt! Verdammt! Wer macht denn so eine Scheiße, Vito? Diese Kerle sind doch pervers! Scheiße! Ich weiß. Na, wer wohl? Gott verdammt, Henry! Sieh dir das an, Vito. Ist denn so eine Scheiße zu fassen? Das Geld ist... Oh. Na, wunderbar. Komm, Joe. Wir müssen hier weg. Die Cops kümmern sich um Henry. Hey, das ist der Alte, der uns den Stoff verkauft hat, Wong. Wie kann man nur so grausam sein? Eine Kugel hätte doch gereicht. Die Drecksäcke sind krank im Kopf. Die werden dran glauben, und zwar alle. Ich meine, warum auf die Art? Und dann noch mitten im Park. Gib mir Deckung, Vito! Oh. Hast du Schiss, Arschloch? Alles okay? Das ist alles? Dann blüht ihr was. Oh, das Dreckschwein hat mich erwischt. Na, komm her. Los, komm, Vito. Na, komm her, nochmal. Och, Kinnas. Echt jetzt? Na also. Erledigt. Verdammt! Wer macht denn so eine Scheiße, Vito? Diese Kerle sind doch pervers. In der Tat. Scheiße! Wer ist denn zu sowas fähig? Wer ist zu sowas fähig? Na, wer wohl?
Der Quotenchinese, Mr. Wong. Sieh dir das an, Vito. Ist denn so eine Scheiße zu fassen? Das Geld ist... Oh. Komm, Joe. Wir müssen hier weg. Die Cops kümmern sich um Henry. Da fährt er. Hey. Der Schweinehund. Das ist der Alte, der uns den Stoff verkauft hat. Wong. Sag ich doch. Der Quotenchinese Mr. Wong ist verantwortlich für diesen Kopf. Kann man nur so grausam sein? Eine Kugel hätte doch gereicht. Die Drecksäcke sind krank im Kopf. Wir werden dran glauben. Und zwar alle. Ich meine, warum auf die Art? Mit dem Wagen. Dann auch mitten im Park. Ich sagte ja, dass sie krank sind. Aus denen mache ich einen scheiß Chop Suey. Hey, ganz langsam. Wir wissen ja nicht mal, wie viele es sind. Na und? Das spielt keine Rolle. Henry ist tot. Willst du, dass sie uns auch kalt machen? Wir müssen jetzt clever sein. Mir egal, wie wir das anstellen. Hauptsache, sie sind danach mausetot. Hör mal, da sind womöglich mehr als zwei von denen. Na und? Je mehr, desto besser. Aber wir sind nur zwei. Oder willst du Kahn erzählen, in was für einer Scheiße wir stecken und ihn bitten, Verstärkung zu schicken? Okay, ich hab's kapiert. Dann versprich mir, dass du nicht wild um dich ballerst wie immer. Wir müssen leise sein, bis wir Wong gefunden haben. Okay. So, Mr. Wong. Ich folge dir. Nicht zu nah. Dass er das nicht erkennt. Ich meine, wir sind doch gar nicht mal so wirklich weit weg und trotzdem erkennt er das nicht. Na gut, okay. Da, da, da. Mr. Wong. Wo willst du hin? Wong, wohin? Oh, IAL stimmt noch nicht. Jojo, magst du es ändern, bitte? Ja, natürlich. Du darfst es ändern. Selbstverständlich. Wäre eine Lieb. Wäre mir ein Pleasier. Vielen Dank. Aus dem Konzept geraten wegen dem Sub. Jetzt wissen wir, wo das Schwein steckt. Gut, dann nichts wie rein. Knallen wir ihn ab, bevor er sich mit dem Geld absetzt. Warte, zuerst brauchen wir mal vernünftige Artillerie. Wir können entweder zu Harry fahren oder wir machen die Asche gleich kalt. Du musst es nur sagen. Überfalle das Red Dragon Restaurant. Will das nicht? Moment, Augenblick. Akzeptiert er irgendwie nicht, kann das sein? Da muss ich das wohl selber machen. Wieso klappt das nicht? Ach Mensch, dann mache ich das eben fix selber. So, müsste gleich kommen. Okay, so. Dann gehen wir mal und überfallen das Red Dragon. Aber danke für den Versuch. So, jetzt gibt's Zores. Jetzt gibt's richtig Zoffia. Verzeihung, meine Herren. Eintritt nur für Mitglieder. Hier hast du den scheiß Mitgliedsbeitrag. Hast du sie noch alle? Musst du so einen Krach machen? Ja, muss ich. Du hast gesehen, was sie mit Henry gemacht haben. Verdammt, Joe, das verdanken wir dir! Warum hast du uns nicht gleich mit einem Gong angekündigt? Halt die Klappe und gib mir die Messer. Mit dem Arsch hinter der Bar um! Aus mit dem Deckung! Ja, komm, verlangen. Halt! Na komm, komm hoch. Komm hoch, komm, komm. Na. Hörst du wohl?
Ärmel auf! Pass auf! Sie schießen von oben! Dorsch, abfahren! Tarmal! Wo bist du, Penner? Komm. Halt dich nicht lang mit ihnen auf, Vito. Wir müssen Wurm finden. Er hat eine Knarre. Lass dir den Kerl auf der Treppe. Ich kriege dich. Oben im Fenster. Los jetzt. Sagt eurem Boss, dass ich ihn mir schnappe. Oh, guter Schuss, Vito. Na, wo ist er denn? Na denn. Hey, Vito, schlaf nicht ein, verdammt! Verdammt, wo kommen die alle her? Hier muss irgendwo ein Tunnel nach China sein. Einer noch, dann sind wir fertig. Kratz ab, du Stück Scheiße. Kurz warten, bis er sich wieder aufgeladen hat. Oh. Na komm. Na komm. Na komm. Einmal noch. Es riecht nach Essen da unten. Sehen wir mal nach. Du gehst zuerst. Du bist eine kleinere Zielscheibe. Danke, Fettwanst. Du wolltest doch, dass wir es schlau anstellen. Alles gut, alles gut. Und hallo, Sparko! Oh, hier! Und her, ihr kleinen Wichser! Hier mache ich Hundefutter! Ja, das glaube ich auch. Wo zum Henker ist der Wichser? Er muss hier irgendwo sein. Suchen wir weiter. Vito, mach sie platt! Ja, mach ich doch. Ach, das bist ja einer von mir. Das ist ja mein Joe. Scheiße, da sind noch mehr von den Wichsern. Wow. Wie viele sind das denn noch? Ich hab noch jede Menge Kugeln. Na, wo ist der Penner? Das mir, na sowas, wer hat euch Wichsern in das Schießen beigebracht? Der lebt ja immer noch. Nein! Sorry, Spacko, ich war gerade voll hier im Stretch. Das werden wir wiederholen. Verzeihung, meine Herren. Eintritt nur für Mitglieder. Hier hast du den scheiß Mitgliedsbeitrag. Hast du sie noch alle? Musst du so einen Krach machen? Ja, muss ich. Ja, wir haben gesehen, was sie mit Henry gemacht haben. Das Joe, das verdanken wir dir! Warum hast du uns nicht gleich mit einem Gong angekündigt? Halt die Klappe und hilf mir, die Wichser auszuschalten. Leg den Arsch hinter der Bar um. Na sowas, wer hat euch Wichsern denn das Schießen beigebracht? Na komm hoch, komm hoch, komm hoch. Pass auf, sie schießen von oben. Da schießt keiner mehr von oben. Da habt ihr euch mit den Falschen angelegt, was? Ja. Yeah. Vorsicht! Er ist bewacht! Lass dir den Kerl auf der Treppe! Verdammt, wo kommen die alle her? Du musst irgendwo ein Tunnel nach China sein. Oben im Fenster! Kommt her, ihr kleinen Wichser! Alter Schwede. Ich möchte die ganze Familie verrecken!
Komm, fahr! Dann haben wir's. Wir kriegen ihn! Zeig ihm, mit wem Sie sich angelegt haben, Vito! Einen haben wir noch. Nein, nicht schon. Ach, verdammt nochmal. Kann doch nicht wahr sein. Verzeihung, meine Herren. Eintritt nur für Mitglieder. Hier hast du den scheiß Mitgliedsbeitrag. Hast du sie noch alle? Musst du so einen Krach machen? Ja, muss ich. Du hast gesehen, was sie mit Henry gemacht haben. Verdammt, Joe, das verdanken wir dir! Warum hast du uns nicht gleich mit einem Gong angekündigt? Halt die Klappe und hoffe, die Wichser aufzuschalten. Leg den Arsch hinter der Bar auf! Okay. Volltreffer. Gut so, Vito. Gib sie alle auf. Bis auf den letzten Mal. Kommt her, ihr kleinen Wichser! Mann. Aus dir mach ich Hundefutter! Na komm. Stirb, Lagarde! Für Henry, ihr Drecksäcke! Los, Vito, wir rücken nach! So. Schnapp dir den Kerl auf der Treppe! Verdammt, wo kommen die alle her? Zeig ihnen, mit wem sie sich angelegt haben, Vito! Noch vier! Dann darf er lieber da rein! Unglaublich. Verzeihung, meine Herren, Eintritt nur für Mitglieder. Hier hast du den scheiß Mitgliedsbeitrag. Hast du sie noch alle? Musst du so einen Krach machen? Ja, muss ich. Du hast gesehen, was sie mit Henry gemacht haben. Verdammt, Joe, das verdanken wir dir! Warum hast du uns nicht gleich mit einem Gong angekündigt? Leg den Arsch hinter der Bar auf! Pass auf, sie schießen von oben! Das war noch einer. Na! Boch! Hoho, guter Schuss, Vito! Schön in die Eier geschossen. Jawohl. Los, Vito, wir rücken nach. Schnapp dir den Kerl auf der Treppe. Oh, Deckung. Ich hab gleich keine Kugeln mehr. Oben im Fenster. Volltreffer. Was sagst du, Scheiße? Alter Schwede. Bitte. Ist der drauf? Na komm, wo bist du? Wo bist du, Stück Scheiße? Ich hätte hier eine Handgranate, das wäre geil. Sagt eurem Boss, dass ich ihn mir schnappe. Na, wo bist du? Muss ich da echt drauflaufen jetzt, oder verdammt, was? Verdammt, wo kommen die alle her? Hier muss irgendwo ein Tunnel nach China sein. Kommt her, ihr kleinen Wichser! Noch zwei, dann haben wir's. Noch zwei, dann haben wir's. Na komm.
Halt dich nicht lang mit ihnen auf, Vito. Wir müssen Wong finden. Sehr schön. Pass auf, da kommen noch mehr. Vorsicht, er ist bewaffnet. Los, Vito, wir rücken nach. Das ist für Henry, ihr Drecksäcke. So, jetzt haben wir es hier endlich erledigt. Oh. So, bitte am Start bleiben. So, Munition haben wir für die MP40. Ja, okay. Haben wir hier auch eine Thompson irgendwo gehabt? Scheinbar nicht. Na gut, okay. Bleiben wir bei der... Du gehst zuerst. Du bist eine kleinere Zielscheibe. Danke. Fettwanst. Du wolltest doch, dass wir es schlau anstellen. Wir kriegen ihn. Dorsch, abfranz. Na sowas. Wer hat euch Wichsern denn das Schießen beigebracht? Wo zum Henker ist der Wichser? Er muss hier irgendwo sein. Suchen wir weiter. Kann ich nicht nehmen. Warum nicht? Ich will noch ein bisschen Mun haben. Munition und Waffen. Na los, Vito, mach sie platt! Ja doch. Scheiße, er geht mehr von den Wichsern. Wie viele sind das denn noch? Macht nichts. Ich habe noch jede Menge Kugeln. Geh auf! Ah, jetzt habe ich die Thompson. Sehr schön. Wow, Jojo, sehe ich jetzt erst, sorry. Ganz, ganz herzliches Dankeschön für deinen Sub. Wow, ganz herzliches Dankeschön, Jojo. Danke. Wow, fetter Support. Oh Gott. Hilfe. Sorry, dass ich jetzt sage, ich bin voll im Stress hier. Ich versuche mich so kurz zu konzentrieren, dass ich mal durchkomme. Ich kann nicht mitbekommen so schnell. Ganz liebes Dankeschön dafür. Ist eigentlich der Alarm gekommen? Jetzt ist er nochmal gekommen. Ganz richtig gekommen. Jojo, ganz herzliches Dankeschön. Als nachträgliches Geburtstagsgeschenk. Wie lieb von dir. Danke. Oh Mann. Wow.